Seit Oktober gibt es direkt bei der Zustellbasis der Post in Salzburg-Itzling eine neue Emil-Ausleihstation. Das Fahrzeug wird doppelt genutzt, untertags von den Postmitarbeitern für die Zustellung, danach kann man es ganz normal ausleihen. Der Transporter ist in das bestehende Carsharing-Portal von Emil eingebunden und kann ab 3,90 Euro pro Stunde inklusive aller gefahrenen Kilometer ausgeliehen werden. Bei den Mitarbeitern der Post ist das Elektro-Lieferauto sehr beliebt. Das Fahrzeug fährt total angenehm. Es ist sehr leise, es beschleunigt gut, es ist flott. Und ja gut, wie eine Automatik zum Fahren, das ist natürlich immer fein. Dadurch, dass er so leise ist, darf man in der Früh auch keine Bewohner wecken. Für die Emil-Kunden bedeutet das neue Fahrzeug neue Einsatzgebiete. Dank des großen Ladevolumens hat alles Platz, was man für größere Beförderungen benötigt. Wir verwenden das Fahrzeug für die Zustellung von der Post, natürlich auch Paketen und Kleinpaketen und Werbesendungen. Und im Schnitt sind wir so an die 28 Kilometer damit im Zustelldienst unterwegs. Vom Laderaum her ist ausreichend vorhanden, oder? Ja, vom Laderaum, er ist hinten richtig schön groß, da bringen wir so einiges rein. Emil bietet derzeit 20 E-Autos an 15 Ausleihstationen in Salzburg an. Weiters wurde neben dem neuen Emil-Standort in der Jakob-Haringer-Straße eine Schnellladestation mit einem reservierten Parkplatz für E-Autos errichtet. An der öffentlich zugänglichen Ladestation können E-Autofahrer in nur 15 bis 30 Minuten ihr Fahrzeug schnell laden. Das Laden ist bis März 2016 kostenlos.